Willkommen bei der Bankrunde Nummer 3. Wir gehen wieder in die Bank hinein. Wir hatten eins von den Viechern fertig gemacht. Jetzt kommt die nächste Gegnerwelle. Lauf, Murphy. Wir kämpfen lieber hier drin, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Komm doch. Na komm. Jetzt wechseln die sich ab, oder was? Oh Gott, wir haben kaum noch Waffe. Scheiße. Unser Stöckchen wird auch immer... Mann, ey, das ist voll blöd. Mit der Steuerung. Ah. So, da konnten wir schnell noch ausweichen. Komm her, ich hab ein Brecheisen. Chris, Brecheisen. Wow. Wo der sich mal hindreht. Ich muss sie leider scheinbar besiegen. Lass mich mal kurz einen Moment in Ruhe hier verschnaufen. Ich hoffe, das ist echt nicht falsch, die hier fertig zu machen. Die Frauen. Nächste Gegnerwelle. Ah, lecco mio. Na kommt. Wenn wir schon kämpfen müssen, dann wenigstens da, wo ich mich ein bisschen sicherer fühle. Wenn ihr euch nicht traut, muss ich das halt so machen. Drei Schüsse. Wo ist die Brechstange? Wo ist die Brechstange? Nein, da ist die Brechstange. Okay, Mister, ich habe ein neues Zahngestell gebiss. In your face. Wie viele Wellen sollen da noch kommen? Ich habe jetzt mit dem Büro in meinem Rücken irgendwie einen Sicherheitsraum. Alter, guck dir das nicht an, geh da durch. Ich hoffe, das ist die letzte Welle. So, Freund Nase. Ah! Na, ich weiß sonst auch nicht unbedingt, für was ich die Munition brauche. Herzschuss. Mann, der zieht er und dann... zieht er daneben. So.
So, vielleicht können wir den ja auch auf ihn werfen. Friss Stöckchen! Das ist unsere Brechstange. Und für das bisschen versuchen wir den... Oh, reicht das mal langsam. Immer noch nicht. Fertig. Ich bin allerdings damit fertig. Ich gehe da jetzt eigentlich mal rein. Schau nach, was hier drin ist. Upsala, wie sieht's denn aus? Gesundheit. 60. Das ist ein Metallstab. Oder Holz. Ich glaube, das ist Metallrohr. Ich nehme mal lieber das. Weil ich die anderen Dinger schon ziemlich lange benutzt habe. Was ist denn mit den Leuten los hier? Hehe, erwischt! Oh, scheiße! So viel dazu. Gut ist zumindest, dass sie mich da nicht schnappen können. Da kommt schon. Da muss ich das so machen. Schlagen wir den Kopf. Ah, die sind schlimmer, deswegen. Versuche ich die auszuschalten. Ist möglich. Okay, oh, ist das. Das ist echt scheiße hier. Hat sich keiner von denen bewegt? Lauf! In dem Spiel können wir nur mit Betrug gewinnen. Oder deren Unfähigkeit, dass sie keine Türen rein können. Nein, leider nicht. Alter. Der weicht ziemlich viel aus. Scheiße, der sticht mich hier ab. Ich sehe es schon kommen.
Immer stehen, du verrückter Mensch. Mensch, Wesen, Freak. Verschanzung. Ich muss das leider machen. Hypochonder. Ich hoffe, das war jetzt kein Banküberfall. Aber irgendwas mussten wir ja machen, um da ranzukommen. Schlussendlich haben wir es geschafft. Stiller Alarm. Von wegen stiller Alarm. Wenn der still gewesen wäre, hätten wir nicht gehört. Ich dachte aber, hier gibt's was Besseres. Naja. Besser als nichts wahrscheinlich. Ist die Brechstange? Ich guck mal, ob es hier noch eine bessere Waffe gibt. Kurz. Ziemlich viele Viecher waren hier. Dann bleibe ich erstmal, ich weiß nicht, ob die Stange jetzt besser ist. Ich habe damit jetzt nicht so viel gekämpft an sich wie mit der Brechstange. Da habe ich ja richtig offensiv gekämpft. Für Munition habe ich das eigentlich noch mit der Pistole. 20 Schuss plus 2. Dafür habe ich mehr. Ach nee, Moment, das war die Nagelpistole. Ich habe noch 4 Schuss. Wow. Das hat sich hier mal gar nicht so gelohnt. Ehrlich gesagt. Das Problem ist hier, wenn da mehrere Kreaturen sind, die gegen die versuchen zu kämpfen, ist es äußerst schwer, überhaupt denen irgendwas entgegenzusetzen. Jetzt haben wir wenigstens das mit der Bank geklärt. Wir müssen da nicht nochmal hin. Das reicht ja auch. Deswegen. Reicht schon. Was können wir jetzt hier noch Schönes machen? Wir können nochmal in die U-Bahn runterklettern. Fällt mir jetzt so ein. Wir gucken erstmal auf die Karte. Na? Mysterien, bla bla bla. Ah, die Bank wird auch gar nicht mehr angezeigt als Fragezeichen. Das heißt, wir haben das geklärt. Das haben wir noch nicht geklärt. Mit dem Bändchen. Rot rechts, gelb links. Das konnten wir uns, glaube ich, das kann man sich, glaube ich, so merken. Rot rechts, links. Und wir können mal gucken, vielleicht gibt es ja einen Hinweis darauf. Ne, scheinbar nicht. Im Park hatten wir ja die Fußspuren gesehen. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja zu dem Häuschen zurück. Wo wir am Anfang drin waren. Jetzt muss ich aber erstmal herausfinden, wo das ist. Es ist nämlich ziemlich weit unten. Nee, das ist nicht da, das ist hier. Nee, das ist die Kunstgalerie. Wo ist das Haus? Polizeistation. Da ist eine Lampe, der wir jetzt nicht großartig viel anfangen können. Ich glaube, das muss hier gewesen sein irgendwo. Oder? Ja, doch, das war hier. Hier sind wir durchgelaufen. Können wir nochmal Kerzen anzünden? Gehen wir zu dem Haus, da gibt's noch scheinbar irgendetwas, was ich übersehen habe. Ich weiß zwar nicht, was genau, aber irgendwas muss ich hier übersehen haben. Ich muss mich hier nochmal genau umschauen. Nein, im Spiel übersieht man schnell irgendwas. Um ehrlich zu sein. Nö, Stuhl, du brauchst dich hier jetzt nicht mehr rumzuschaukeln. Ich habe dein Geheimnis schon gefunden. Das Bild ist nicht mehr da. Boah, jetzt ist es aber hier dunkel. Ist das eine Jacke, die wir mitnehmen können? Schade, ich dachte. Ich glaube, ich mach mal das Licht kurz an. Es ist wahrscheinlich generell einfach nur düster. Na, passt schon. Haben wir halt diesen violetten Schimmer, aber hier ist, glaube ich, irgendwie nichts. Auch hier nicht. Nee. Auch hier nicht. Nirgends ist hier etwas versteckt. Wir haben hier nur diesen verrückten Stuhl.
Ich versuche mich hier nochmal gut umzuschauen. Jetzt aber auch nur versuchen. Wenn hier nichts ist, ist hier halt nichts. Wenigstens diese Wohnung geklärt. Ah, hier ist die doppelseitige Axt. Die nehmen wir natürlich. Die ist, glaube ich, ein bisschen besser als die Waffe, die wir davor hatten. Und dann gehen wir hier mal hoch. Und schauen uns hier um. Again. Ach, das ist nur die Tür, die zugegangen ist. Ich dachte, das wäre eine Tür, die aufgeht. Ich glaube, hier sind wir reingekommen. Kann das sein? Nicht. DJ Rick's back again with another dedication for Mr. Popularity today, Murphy Pendleton. Okay. LMNFM phone's been ringing off the hook for all Murph. All I can say, people. Das ist alt. Das ist alt. Das hatten wir nämlich schon mal gehört. Und das ist hier, wo wir reingekommen sind. Und hier gab es nichts weiter. Außer vielleicht Waffen. Aber die brauchen wir gerade nicht. Wo ich jetzt wahrscheinlich sogar gerne zur Nagelpistole wechseln würde. Das können wir auch sogar tun. War das hier mit der Leiche? Nein. Hier war das mit dem komischen Scary-Zimmer. Hä, der hat die Schublade zugemacht, obwohl er sie nicht aufgemacht hatte. Auch interessant. Hier ist auch nichts. Nein. Jetzt gehen wir zu diesem gruseligen Zimmer hier. Again. Mit all den komischen Geräuschen. Hier war nichts. Man hört nur irgendwelches Rascheln, aber ich kann echt nicht ausmachen, wo das kommt. Ich kann hier echt nur drücken wie ein Weltmeister. Mehr kann ich hier nicht. Na, da war der Hammer, glaube ich, drin. Da muss ich nochmal hoch. Zum Dieb. Und der Typ, der ihn mit der Schrotflinte bedroht hat. Oh Mann. Hör auf so zu ruckeln. Das macht mich ganz narrisch. So, hallo. Ist hier irgendwer? Außer ein Besen? Okay. Hier haben wir, wie gesagt, diese Leiche. Mit dem Erhängten. Ich weiß nicht. Mir wurde gesagt, ich soll mich hier nochmal gut umschauen. Kann natürlich sein, dass ich... Okay. This must be all the stuff he took. Okay, goldene Uhr. Aha. Was haben wir hier nochmal? Außer das eine Gemälde. Spardose. Ah, okay. Medaillon. Ah, die zwei habe ich, glaube ich, auch irgendwo gesehen. Und aus massivem Gold. Das war's also. Oh Gott.
Muss das sein? Scary. Das war zwar nett mit dem Applaus, aber das, der Rest war unheimlich. Nee. Hier. Ich versuche nochmal den Leuten ihr Zeug zurückzubringen. Sind wir mal nett. Ich könnte jetzt auch natürlich... Oh, ich hasse dieses Kinderlachen. Das ist so ein Sample, der immer wieder verwendet wird. Ich hasse ihn. Was wollte ich sagen? Ja, wir hätten, glaube ich, noch... vielleicht, ich will es aber nicht versuchen, was gemein ist, mit dem Hammer draufschlagen können. Aber das lassen wir. Wir sind ja nett. Ich weiß, dass hier der Purple Heart war, aber... Oh, das hört man sogar. So, verwundeten Veteran. Ah. Sehr schön. Und wo, wem geben wir die Uhr? Das weiß ich gerade nicht. In das Zimmer, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, wir haben aber irgendwo ein Ticken gehört. Wahrscheinlich war das im selben Zimmer. Da hätten wir gar nicht weggehen brauchen. War ganz oben, ne? Ja. Die Frau, die über ihr Medaillon geweint hat. Das dann bekommen hat. Ja, da hören wir es. Ticken, ticken, ticken. Und zu guter Letzt die goldene Uhr. Ach, da ist die Hand. Hab ich gar nicht gesehen. Wir waren doch nett. Nachbarschaftswache. Warum... Oh Gott! Was bringt denn das, außer dass wir neue Klamotten haben? Komm, wir sind nicht... Wir haben einen coolen Hoodie. Ich weiß nicht, was der uns bringt. Ich weiß auch sowieso nicht, ob hier die Klamotten eine andere Bedeutung haben. Wenn wir die tragen. Ah, oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl bei dem Ganzen hier. Hauen wir ab. So, ich... Wie gesagt, ich hau hier ab. Wenn ich noch was übersehen habe oder hatte, was auch immer... Lasst es mich wissen. Ich werde die Folge jetzt gleich beenden. When I can. Ach, wir können doch noch mal eine Riegel. Nee, wir haben gar kein Kleingeld mehr. Schade, wir haben unser letztes Kleingeld in diesen Automaten geworfen. Für ein bisschen wärmere Kleidung. Eine Kapuze, wenn es regnet. Ist wahrscheinlich praktischer. Weiß ich nicht, wird wahrscheinlich so sein. Jetzt laufen wir nochmal kurz in die Kunstgalerie zum Speichern. Ah, guckt mal, da sind Fußspuren.
die hier reinführen. Keine Ahnung. Ja, das war's, glaube ich, diesmal wieder. Ah, ich habe wenigstens diese eine kleine Sache gemacht. Ach, da fällt mir ein, ich wollte eigentlich wieder zurücklaufen zu der Güten zum Anfang hin, wegen dem Mädchen. Vielleicht finden wir es ja dort in dem Keller, wo wir einmal waren. Aber das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und da könnt ihr mir schon sagen, ob ich wieder hier irgendwas vergessen habe. Außer diese Kleidung, die jetzt, naja, wir tragen die Kleidung eines Diebes und eines Gehängten und eines Zombies. Keine Ahnung, ob das gut ist. Auf jeden Fall, danke für die Aufmerksamkeit und fürs Zusehen. Ich freue mich immer wieder, wenn Leute meine Videos sehen. Bis dahin, bye bye.